Fast 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg versucht Russland mit Gewalt, mit Panzern und Raketen, die Grenzen auf dem Kontinent zu verschieben. Und droht dabei mit dem Einsatz seiner Atomwaffen. Wer versucht, uns aufzuhalten, sollte wissen, dass die Antworten Russlands sofort erfolgen und zu nie gesehenen Konsequenzen führen werden. Im russischen Staatsfernsehen wird die atomare Vernichtung ganzer Länder angedroht. Die britische Insel ist so klein, dass eine einzige Atomrakete reicht, um sie für immer zu versenken. Alles wurde bereits berechnet. Die Drohungen überschreiten alle roten Linien, die selbst im Kalten Krieg respektiert wurden. Wir sehen tatsächlich in dem aktuellen Krieg eine zutiefst beunruhigende Verschiebung im Verständnis von nuklearer Abschreckung. Das Gleichgewicht des Schreckens gerät ins Wanken. Russland missbraucht das Prinzip der Abschreckung für seine eigenen Zwecke. Was Russland jetzt macht, ist, ich führe unter dem Schutz meiner Atomwaffen einen Eroberungs- und Vernichtungskrieg. Allein Putins Drohungen, Atomwaffen einsetzen zu wollen, hat die Welt unsicherer gemacht. Im Grunde ist es ein Glücksspiel. Jeden Tag. Wie sicher können wir sein, dass die gegenseitige Abschreckung noch funktioniert? Don't. Die Metropole Odessa. Die Millionenstadt am Schwarzen Meer gilt laut Experten als ein mögliches Ziel für einen russischen Atomangriff. Die Widerstandskraft der ukrainischen Stadt für Putin eine Provokation. Ihre Zerstörung wäre ein Schlag gegen die Ukraine als Nation, ihre Menschen und ihre Kultur. Vom Meer aus schießt die russische Flotte Raketen auf die Stadt und das ganze Land. Die Raketen könnten auch jederzeit mit atomaren Sprengköpfen bestückt werden. Polina Sinowetz ist Nuklearwaffenexpertin aus Odessa. Alle Raketen, die gegen die Ukraine eingesetzt werden, können Atomsprengköpfe tragen. Das ist die schlechte Nachricht. Die meisten Experten neigen zu der Annahme, dass, wenn Atomwaffen eingesetzt werden, die Ukraine das erste Ziel sein wird. Die Bevölkerung Odessas leidet seit Monaten unter dem Krieg. Gevorg ist Besitzer eines Lebensmittelladens in der Innenstadt. Seitdem die Russen die Stromleitungen und Kraftwerke zerstört haben, können die meisten Menschen zu Hause nicht mehr selber kochen. Gevorgs Lösung? Er stellt jetzt Fertiggerichte her. So viele wie möglich, solange Strom da ist. Mal reicht die Zeit nur für ein paar Essen, manchmal werden es Dutzende. Egal wie viele es werden, in seinem Laden sind sie schnell ausverkauft. Das Angebot reicht längst nicht für alle. Zu all den Belastungen kommt noch bei vielen die Angst vor einem möglichen russischen Atomangriff dazu. Wie jeder normale Mensch denke ich auch darüber nach und mache mir Sorgen. Meine Familie lebt in Odessa und es ist klar, dass dies eine sehr große Bedrohung für uns alle und für die ganze Ukraine ist. Aber ich habe die große Hoffnung, dass die Welt, Europa und Amerika alles tun werden, um einen nuklearen Angriff auf die Ukraine zu verhindern. Denn das wäre eine Katastrophe von globalem Ausmaß. Für die, die sich Gevorgs Fertigessen nicht leisten können, gibt es in Odessa mehrere Tafeln. Alexander Gorenjuk ist Parlamentsabgeordneter und organisiert seit Monaten die Lebensmittelhilfen für die Bevölkerung. Was einen möglichen Angriff anbelangt, so nehme ich es ernst, wenn es plötzlich eine Atombombe von russischer Seite gibt. Wir lesen Informationen im Internet. Bei der Arbeit sprechen wir mit Kollegen. Unsere Vorgesetzten beraten uns auch ein wenig, welche Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden sind, was zu tun ist, wenn so etwas plötzlich passiert. Alexander Gorenjuk kümmert sich auch um den Zivilschutz in der Stadt. Ganz Odessa ist seit dem Zweiten Weltkrieg von Katakomben durchzogen.
Alexander führt uns in den größten Bunker Odessas und ist der Verzweiflung nahe. 8000 Menschen sollten hier Platz finden. Doch nach mehreren schweren Explosionen an der Oberfläche brachen Versorgungsleitungen und der Bunker wurde überschwemmt. Jetzt sind alle Räume kalt und feucht. Und es schimmelt überall. Vor etwa 7 Monaten gab es hier eine Generalreinigung und es gab Wasser und alles. Aber leider ist etwas passiert. Die Stadtverwaltung hat darauf noch nicht reagiert. Wir werden wohl noch warten müssen. Auf jeden Fall können die Menschen hier erstmal Schutz finden, wenn sie wieder mit Raketen unterschiedlichster Größe beschossen werden. Doch gegen einen Atomangriff würde auch das nicht helfen. Dem wären die Menschen schutzlos ausgeliefert. Alexander Gorenjuks einzige Hoffnung ist, dass Putin nicht zur Bombe greift. Seit den russischen Atomdrohungen ist die Welt eine andere. In Paris gibt es mehrere Forschungsinstitute, die sich mit dem Thema nukleare Abschreckung beschäftigen. Das ist das Fachgebiet von Polina Sinowetz. Sie arbeitet derzeit als Gast an der renommierten französischen Stiftung für strategische Forschung. Dort untersucht sie, welchen militärischen Sinn der Einsatz von taktischen Atomwaffen in der Ukraine haben könnte. Als taktische Atomwaffen bezeichnet man Waffen mit relativ geringer Sprengkraft und Reichweite. Eine Option wäre es, einen Gegenangriff der ukrainischen Streitkräfte zu verhindern, mit einem taktischen Atomsprengkopf. Doch militärisch ist das keine Lösung. Denn um einen Angriff wirklich zu stoppen, müssten Atomwaffen auf der gesamten Frontlinie eingesetzt werden. Das ist ein riesiges Gebiet, eine riesige Grenze zwischen Russland und der Ukraine. Und dementsprechend würde es etwa 100 Atomschläge brauchen. Aus militärischer Sicht mache der Einsatz von taktischen Atomwaffen keinen Sinn, sagt sie. Polina Sinowetz hat analysiert, was Putin mit seinen Drohungen erreichen möchte. Wenn Russland keine nukleare Abschreckung hätte, wäre es sehr wahrscheinlich, dass NATO-Soldaten in der Ukraine kämpfen würden. NATO-Flugzeuge würden russische Truppen bombardieren und die Ukraine direkt militärisch unterstützen. Die nukleare Abschreckung hat als Hauptzweck, die NATO davon abzuhalten, direkt in den Konflikt einzugreifen. Einer, der regelmäßig mit Atomangriffen auf die Ukraine, aber auch auf London oder Berlin droht, ist der ehemalige russische Präsident Dmitri Medvedev. In einem Post auf Telegram schreibt er im Herbst 2022: Russland hat das Recht, im Bedarfsfall Atomwaffen einzusetzen. Heute ist Medvedev stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates. Seit Tagen sind wir mit seinem Sprecher in Kontakt. Nun sind wir zu einem Online-Interview mit ihm verabredet. Wir wollen ihn fragen, warum er im Namen Russlands dem Westen mit Atomkrieg droht. Doch zum vereinbarten Zeitpunkt ist er für uns nicht mehr erreichbar. Tja. Wir schicken die Fragen schriftlich. Auch darauf erhalten wir keine Antwort. Es gelingt uns, den russischen Ex-General Viktor Jessin zu interviewen. Er sitzt in Moskau und gilt als immer noch gut informiert über den aktuellen Zustand der russischen Atomstreitkräfte. Als General war er viele Jahre für die strategischen Atomarsenale Russlands zuständig. 89% der russischen Kernwaffen sind auf dem modernsten Stand der Technik. Diese Zahl wurde letzten Dezember auf dem Kollegium des Verteidigungsministeriums verkündet. Da verrate ich Ihnen also kein Geheimnis. Und das wird auch durch Raketenstarts bei militärischen Übungen bestätigt. Alle Starts waren erfolgreich. Ich kann Ihnen sagen, dass die russischen Nuklearstreitkräfte einsatzbereit sind. Für General Jessin hat sich nach Kriegsbeginn die Gefahr des Einsatzes von Atomwaffen erheblich erhöht, da aus russischer Sicht die NATO längst am Krieg beteiligt sei und es so zu einer direkten Konfrontation kommen könne.
Es ist diese Bedrohung durch eine direkte Konfrontation, die die Gefahr des Einsatzes von Atomwaffen in die Höhe treibt. Denn wenn es zu einer solchen direkten Konfrontation käme, so fürchte ich, würde sie sich nicht auf konventionelle Streitkräfte beschränken. Es würde zu einer atomaren Eskalation kommen. Für den russischen Ex-General wächst die Gefahr eines Zusammenstoßes mit der NATO im Ukraine-Krieg von Tag zu Tag und damit auch das Risiko einer atomaren Konfrontation. Erstmals seit dem Ende des Kalten Krieges, so sagt er, müsse sich nun erweisen, ob die nukleare Abschreckung noch funktioniert. Claudia Major berät die Bundesregierung in Sicherheitsfragen. Bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik ist sie Forschungsleiterin für Sicherheitspolitik. Putins Drohungen mit dem Atomkrieg empfindet sie als überaus besorgniserregend. Wir sehen tatsächlich in dem aktuellen Krieg eine zutiefst beunruhigende Verschiebung im Verständnis von nuklearer Abschreckung. Das traditionelle Verständnis von nuklearer Abschreckung ist, den Status quo zu beschützen, die eigene Ordnung zu beschützen, das eigene Territorium zu beschützen. Und dazu werden Nuklearwaffen als Abschreckung eingesetzt. Was Russland jetzt macht, ist, ich führe unter dem Schutz meiner Atomwaffen einen Eroberungs- und Vernichtungskrieg. Und wenn sich diese Lesart durchsetzt, wenn Russland damit ungeschoren durchkommt, wenn das Schule macht, dass ein Sieg unter dem Nuklearschirm machbar ist, dann hat das fundamentale Auswirkungen auf die internationale Ordnung. Das Problem: Putins Kalkül geht auf. Er droht mit Atomwaffen, verschärft den Krieg in der Ukraine und der Westen hält sich bis auf Waffenlieferungen raus. Doch die dauernden Drohungen bergen eine enorme Gefahr. Was wäre, wenn Putin tatsächlich den Einsatz einer Atombombe anordnen würde? Wie könnte der Westen, wie müsste die NATO reagieren? Wir fliegen in die Vereinigten Staaten. Die Atommacht USA ist die Führungsmacht der NATO und garantiert den militärischen Schutz Europas. Präsident Biden versucht seit Beginn der russischen Drohungen, Putin eine möglichst eindeutige Botschaft zu senden. Was würden Sie ihm sagen, wenn er beabsichtigt, chemische oder taktisch-nukleare Waffen einzusetzen? Don't. Hans Christensen ist Direktor des Nuclear Information Projects. Er beobachtet seit Jahrzehnten die militärischen Kapazitäten beider Seiten und weiß, wie die NATO auf einen russischen Atomangriff reagieren würde. Falls Russland Atomwaffen in der Ukraine einsetzen sollte, würde die NATO mit einer militärischen, einer direkten, konventionellen Antwort reagieren. Und es besteht kein Zweifel daran, dass sobald die NATO beginnt, mit konventionellen Waffen einzugreifen, die russischen Streitkräfte verlieren werden. Sie können nicht gewinnen. Und so würden die Russen erneut nuklear zuschlagen, es sei denn, sie kapitulieren einfach, was ziemlich unwahrscheinlich ist. Diese Eskalation kann sehr, sehr schnell außer Kontrolle geraten. Wenn es zu einer direkten Konfrontation zwischen NATO und Russland käme, stünde beiden Seiten eine schier unglaubliche Vernichtungskraft zur Verfügung. Allein Russland besitzt 4.500 Sprengköpfe. Sie können aus Raketensilos, von U-Booten oder mobilen Abschussrampen verschossen werden, aber auch von Bombern oder sogar der Artillerie. Dabei setzt Russland schon immer auf Masse und auf Größe. Bereits 1961 erreichte die Zar-Bombe die 3800-fache Stärke der Hiroshima-Bombe. Die Druckwelle umrundete die Erde dreimal und ließ noch in 1000 Kilometer Entfernung Fensterscheiben bersten. Auch das Arsenal der Vereinigten Staaten ist gigantisch. 3700 Sprengköpfe, oft Teil modernster Waffensysteme wie Atom-U-Boote, Überschallbomber und Raketensilos. Das Gefährliche daran, beide Lager können auch dann noch zurückschlagen, wenn ihre Länder längst vollständig zerstört sind. Der sogenannte Zweitschlag. Beide Seiten treiben einen enormen Aufwand, um die Arsenale des jeweils anderen im Blick zu haben. Das gilt gerade für kleinere, bewegliche Systeme.
Die russischen taktischen Nuklearwaffen befinden sich alle in einem zentralen Lager, zumindest soweit wir wissen. Wenn Sie taktische Atomwaffen einsetzen wollten, müssten Sie die Sprengköpfe zunächst aus dem zentralen Lager zu den Einheiten in dem Gebiet bringen, von dem aus sie abgefeuert werden sollen. Und das würde einige Tage dauern und wäre möglicherweise nachweisbar. Aber es gibt natürlich keine Gewissheit. Niemand, nicht einmal die USA, können sicher vorhersagen, ob und wann ein russischer Atomangriff bevorstehen würde, sagen uns Experten. Und natürlich wisse niemand genau, ob Putin sich durch die Warnungen der USA wirklich von einem Atomangriff auf die Ukraine abhalten ließe. Ward Wilson ist Historiker und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Frage, ob das, was man Abschreckung nennt, tatsächlich funktioniert. Deterrence is a threat. Abschreckung ist eine Drohung, um etwas zu verhindern. Wenn Sie also diesen Keks stehlen, schicke ich Sie ohne Abendessen ins Bett. Oder wenn Sie auf der anderen Seite des Flusses einmarschieren, werden meine Truppen Sie angreifen. Oder wenn Sie mein Land mit Atomwaffen angreifen, werde ich Sie ebenfalls mit Atomwaffen angreifen. Das Problem mit Drohungen ist, dass sie nicht physisch sind. Sie wirken im Kopf ihres Gegners, was sie weniger zuverlässig macht als andere Verteidigungsmethoden. Die Zukunft der Menschheit hängt an der Frage, ob die nukleare Abschreckung funktioniert. Zu groß sind die Arsenale der Zerstörung. Doch die Zeiten haben sich geändert. Inzwischen seien die Gegner nicht mehr berechenbar. Wir wissen nicht, wo die roten Linien bei Atomwaffen verlaufen und niemand weiß das. Selbst die Verantwortlichen wissen es nicht. An einem Tag wachen sie auf und sind zuversichtlich und glücklich. Und sie sind sicher, dass alles gut gehen wird. Am nächsten Tag wachen sie auf, sind mürrisch und traurig und denken, zum Teufel damit, lass uns die Waffen abfeuern. Es gibt keine wissenschaftliche Methode zu berechnen, ob ich es wirklich ernst meine oder nicht. Die nukleare Abschreckung hat also in den letzten 70 Jahren einigermaßen funktioniert. Und sie könnte noch eine Weile funktionieren, aber im Grunde ist es ein Glücksspiel. Jeden Tag. Nukleare Abschreckung, ein Glücksspiel. Und das bei der derzeit ohnehin angespannten Lage. An der östlichen Außengrenze der NATO liegt Litauen. Hier besteht laut Experten die größte Gefahr einer direkten Konfrontation zwischen der NATO und russischen Soldaten. Die NATO hat ihre militärische Präsenz massiv erhöht und Litauen stellt Freiwilligenverbände auf. Litauen grenzt sowohl an Weißrussland als auch an die russische Exklave Kaliningrad. In der Hauptstadt Vilnius treffen wir Andrius Kubilius. Er ist ehemaliger Premierminister und heute Russlandbeauftragter des EU-Parlaments. Er will uns zeigen, wie Putin und sein weißrussischer Verbündeter Lukaschenko seit etwa einem Jahr Grenzzwischenfälle verursachen. Er sieht darin eine stete Provokation und Machtdemonstration des russischen Präsidenten. Mit Kubilius können wir ein Hauptquartier der Grenztruppen in der Nähe der Hauptstadt besuchen. Unser Grenzabschnitt hier überwacht etwa um die 30 Kilometer Grenze zu Weißrussland. Gemeinsam mit dem Kommandeur machen wir uns auf den Weg zur Grenze. Haben Sie Putin jemals persönlich getroffen? Ich habe ihn einmal getroffen, als er die Rolle des Premierministers gespielt hat. Mein Eindruck war, dass er sofort spürt, wenn du nicht so stark bist. Dann springt er dich an wie ein Straßenschläger aus Leningrad. Früher war die Grenze zu Weißrussland unbefestigt. Doch mit der zunehmenden aggressiveren Politik Russlands beschloss Litauen, das zu ändern. Aus gutem Grund. Seit letztem Jahr lässt Putin über Weißrussland Flüchtlinge aus dem Irak und Syrien nach Litauen schleusen. Immer wieder wird der Zaun durchgeschnitten. Wenn Sie mal schauen wollen, das ist unsere Grenzüberwachungsanlage. In der Überwachungszentrale zeigen Sie uns genau diese Stelle am Zaun in einer Aufnahme aus dem Sommer. Dutzende Flüchtlinge fliehen durch den vorher von den Weißrussen durchgeschnittenen Zaun.
An einer anderen Stelle treiben bewaffnete weißrussische Soldaten Flüchtlinge über die Grenze und stehen unvermittelt Grenzsoldaten des NATO-Staates Litauen gegenüber. Tausende Flüchtlinge wurden so von Russland in die EU geschleust. Litauen war darauf nicht vorbereitet. Das sei ein Krieg ohne Waffen, sagt uns Andrius Kubilius. Das Ziel: Destabilisierung des Gegners. Das sei eine Spezialität des Ex-KGB-Agenten Putin. Das ist eine Art von hybrider Kriegsführung. Und Moskau ist auf jeden Fall daran beteiligt. Denn die Geflüchteten fliegen nach Moskau und nehmen den Zug von Moskau nach Minsk. Und von Minsk kommen sie an die litauische Grenze. Das ist gut gemachte hybride Kriegsführung. Andrius Kubilius muss zurück nach Vilnius. Am Tag zuvor ist es ihm gelungen, Russland vom EU-Parlament als Terrorstaat einstufen zu lassen. Für ihn ein Meilenstein, zu dem er nun Interviews geben muss. Auch die ehemalige Verteidigungsministerin Rasa Juknevitschjene unterstützt die Einstufung Russlands als Terrorstaat. Während ihrer Amtszeit von 2008 bis 2012 registrierte sie eine beispiellose Aufrüstung der russischen Streitkräfte. Die Region Kaliningrad wurde zu einer modernen Festung ausgebaut, einschließlich Atomwaffen wie S-400 und Iskander-Raketen und U-Boote. Die Russen übten den Anschluss von Kaliningrad an Weißrussland mit den russischen Streitkräften vor Ort. Das sah aus wie ein Film. Es sah aus wie eine theoretische Fähigkeit. Aber jetzt sehen wir, es war keine theoretische Übung. Jetzt verstehen wir, dass sie das getan haben, um sich darauf vorzubereiten, was sie jetzt tun. Die ehemalige Verteidigungsministerin fürchtet, die Manöver Russlands könnten Kriegsvorbereitungen gegen die NATO sein. Die russischen Truppen übten die Eroberung der sogenannten Suwałki-Lücke. Das ist eine nur 65 Kilometer lange Grenzregion zwischen den NATO-Staaten Litauen und Polen. Sie trennt das russische Kaliningrad von Weißrussland. Die Suwałki-Lücke gilt als einer der verwundbarsten Punkte der NATO in der Region. Hier könnte Russland die baltischen Staaten vom Rest der NATO abschneiden. Der Einsatz taktischer Atomwaffen wäre dabei eine Möglichkeit. Die Sicherheitsexpertin Claudia Major erklärt uns, wie die NATO auf einen Angriff reagieren würde. Das ist klar geregelt in Artikel 5. Artikel 5 ist das Herzstück vom Washingtoner Vertrag, also von dem NATO-Gründungsvertrag. Und Artikel 5, ich nenne es immer gerne die Lebensversicherung, ist die Beistandsklausel. Darin verpflichten sich die Staaten, wenn einer angegriffen wird, dass alle anderen beistehen werden. Das heißt, ein atomarer Angriff auf einen NATO-Staat wie Litauen oder auch Polen würde eine militärische Reaktion hervorrufen. Dazu könnten auch in Westeuropa stationierte Atombomben eingesetzt werden. Frankreich besitzt 300, Großbritannien 225. Dazu kommen etwa 100 amerikanische Atombomben, die quer über Europa verteilt in Belgien, Italien und den Niederlanden lagern. In Deutschland sind es um die 20. In Rheinland-Pfalz, in dem kleinen Ort Büchel, liegen die amerikanischen Atombomben zum Einsatz bereit. Am Eingang des Fliegerhorstes steht auch ein ausgemusterter deutscher Tornado. Mit den neueren Typen sollen die Atombomben ins Ziel gebracht werden. Im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe. Wenn Sie 100 Atomwaffen in Europa haben und vielleicht 4 oder 5 Dutzend Jets, die Sie abwerfen können, dann hat das einen gewissen Abschreckungswert. Doch genau das ist es, was Inga Blum wirklich Sorgen macht. Wir treffen die Kinderärztin und Friedensaktivistin am Eingang zur Kaserne. Wie so viele hat sie Angst vor einem Atomkrieg. Sie reagiert auf die gestiegene Kriegsgefahr mit einem Appell. Es geht jetzt darum, dass ganz dringend eine Risikoreduktion erfolgen muss. Dafür sind Gespräche notwendig zwischen USA und Russland, weil da auch viele Gesprächsfäden, die es im Kalten Krieg eben gab, abgerissen sind, um eben Missverständnisse zu vermeiden,
dann ist eine ganz wichtige Forderung, die wir haben, dass es eine Erklärung gegen den Ersteinsatz von Atomwaffen geben muss von beiden Seiten, um einfach das Risiko noch mal weiter zu verringern. Viele Menschen im Land sind ähnlich verunsichert und teilen den Wunsch nach Verhandlungen. Regelmäßig demonstrieren sie vor dem Bundestag und fordern ein Ende des Krieges in der Ukraine, ohne wirklich zu wissen, wie das gelingen könnte. Auch die Parteien im Bundestag diskutieren darüber, wie sehr man sich Putin in den Weg stellen kann, ohne einen Atomkrieg zu riskieren. Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Sie fordert, man solle sich nicht von Putins Atomdrohungen beeindrucken lassen. Die Ukraine müsse unterstützt werden, auch mit Waffen. Ich glaube, die nukleare Drohung von Putin hat besonders die Kollegen und Kolleginnen im Kanzleramt sehr beunruhigt dahingehend, dass wir ja nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine 24. Februar Wochen, monatelang die Bundesregierung gewartet hat, bis sie endlich reagiert hat. Insofern war das Thema Atom natürlich in manchen Politikerkopf, Dritter Weltkrieg, Atom. Also es gibt immer so Triggerwörter, die bei dem einen oder anderen eben große Unruhe verursacht, hat uns gelähmt. Das ist ein großer Fehler. Wir sollten uns nicht lähmen lassen. Doch genau das ist ein Ziel der russischen Drohungen. Je eingeschüchterter der Westen ist, desto freier sei Putin in seinen Entscheidungen. Allein schon die Drohung mit der Waffe ist eine Waffe, weil die westlichen offenen Gesellschaften darauf reagieren. Das heißt, Putin droht damit und bewirkt damit schon etwas in unseren offenen Gesellschaften. Eben weil Putins Drohung mit der nuklearen Eskalation wirke, beteilige sich die NATO nicht direkt am Ukraine-Krieg. Mit ihren Waffenlieferungen tasten sich die USA und ihre Verbündeten dabei an die roten Linien Putins heran, ohne genau zu wissen, wo sie verlaufen. Und erreicht die Unterstützung für die Ukraine die russische Schmerzgrenze, könnte Putin befehlen, seine taktischen Atomwaffen für einen Einsatz vorzubereiten. Das wäre ein zusätzliches Element des politischen Drucks, das die erhöhte Bereitschaft der russischen Führung zum Einsatz von Atomwaffen demonstrieren würde. Natürlich, um den Westen von der Ernsthaftigkeit der russischen Absichten zu überzeugen. Im Moment weitet Putin den Krieg in der Ukraine mit konventionellen Waffen aus. Doch niemand kann mit Sicherheit sagen, ob er nicht doch zur Bombe greift. Zwei Entwicklungen hält der amerikanische Historiker Ward Wilson dabei für vorstellbar. Eine Möglichkeit ist, dass die ukrainischen Streitkräfte das ganze Gebiet zurückerobern und es dann zu einer Friedensregelung kommt. Das wird also den Wert von Atomwaffen mindern, denn Putin hat all diese nuklearen Drohungen ausgesprochen und die Ukrainer haben sie ignoriert und den Krieg trotzdem gewonnen. Das wäre das gute Ergebnis. Das andere Ergebnis ist, dass die ukrainischen Streitkräfte weiter vorstoßen und Putin so frustriert, gedemütigt und verzweifelt wird, dass er auf dem Schlachtfeld Atomwaffen einsetzt. Und dann haben wir wahrscheinlich den Dritten Weltkrieg. Die alte Ordnung der atomaren Abschreckung gilt nicht mehr. Russland hat sich seine eigenen Regeln gemacht. Ein gefährliches Spiel, das schnell außer Kontrolle geraten kann. Und ganz offensichtlich weiß momentan niemand, ob und wie man Putin wieder zur Vernunft bringen kann.